Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Auf diesem Kanal könnt ihr regelmäßig Videos von Side, Kumkoy, Efrenseki und Umgebung sehen. Wenn euch sowas interessiert, dann lasst doch ein Abo da. Es ist Mitte Oktober. In Deutschland gehen die Temperaturen immer weiter zurück. Doch hier ist immer noch Sommer. Gemeinsam mit euch möchte ich heute an die Strandpromenade in Side gehen und mal sehen, was da so los ist. Außerdem möchte ich im Anschluss euch noch erzählen, wie unser Umzug hier in die neue Wohnung verlaufen ist. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran. Das waren ein paar Bilder auf dem Weg zur Strandpromenade. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Zuschauern zu danken, die ihren Urlaub über den Link in der Videobeschreibung gebucht haben oder ihren Strom- oder Internetanbieter gewechselt haben. Vielen Dank! Für die Provision, die ich dafür erhalten habe, habe ich mir eine Kamera gekauft. Thank you.
wie ich schon erwähnte, wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt definitiv näher an Siede und eindeutig zentraler. Wie ist unser Umzug verlaufen? Also hier in der Türkei ist das eigentlich alles sehr problemlos. Man findet hier sofort Leute, die mit anpacken und für ein paar Euro uns helfen. Für den Umzug haben wir 150 Euro bezahlt. Die Firma, die das gemacht hat, war wirklich sehr sorgfältig. Sie haben alles verpackt und behutsam behandelt. Was auch sehr erleichternd hier in der Türkei ist, man hat hier absolut kein Problem mit Müll. Zum einen gibt es hier Sperrmüllhändler, die Möbel, die man nicht mehr braucht, für ein paar Euro einem abkaufen. Oder man stellt das einfach neben die Mülltonne und es wird einfach abgeholt. Zum Schluss haben wir noch eine Malerfirma beauftragt, die komplette Wohnung noch einmal renoviert. Dies kostet 100 Euro. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch unsere Kaution von der alten Wohnung bekommen, dann war der Umzug plus minus null. So, ich hoffe, dass wir uns jetzt hier einleben. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede.